Servus, liebe Motorsportmagazin .com Leser, wir stehen hier mit Patrick Niederhauser. Den Patrick werden die meisten wahrscheinlich noch aus dem Rahmenprogramm der Formel 1 kennen, denn Patrick ist bis 2014 GP3 gefahren. Jetzt ist er umgestiegen und zwar fährt er einen dicken Lamborghini. Und jetzt schauen wir mal, was der Patrick so dazu zu sagen hat. Patrick, wie ist es denn so, Autos mit Dach? Ja, als erstens, wo du sagst, einen dicken Lamborghini, ist das sicherlich der größte Unterschied, ja, so im Vergleich zum Formel. Eigentlich doppelt so viel Gewicht wie im GP3 zum Beispiel, und das merkt man halt auf der Strecke. Ja. Die Autos sind aber trotzdem sehr, sehr cool zu fahren. Das habe ich mir am Anfang nicht unbedingt so vorgestellt, weil die Rundenzeiten langsamer sind als im Formel. Aber es heißt trotzdem nicht, dass es leichter ist. Ja. Also mit mehr Gewicht und sehr viel Leistung hast du als Fahrer trotzdem sehr viel zu tun. Als Formelfahrer hast du natürlich versucht, freie Runden zu bekommen, nie ein anderes Auto zu berühren. Das ist jetzt ein bisschen anders, jetzt hast du genug Blech um dich rum. Macht das Spaß, auch mal so ein bisschen anzulehnen? Ja, die Rennen finde ich viel, viel interessanter aus Fahrersicht. Ja, weil im Formelsport ist halt heutzutage schon so, die Autos sind sehr weit entwickelt mit der Aero, und wenn du da hinter einem anderen Auto fährst, in der Dirt Year ist es sehr, sehr schwierig zu überholen. Und da mit den GT-Autos kannst du halt schon mal richtig nah aufschließen, ohne dass du sehr viel verlierst, und dann ja auch mal im Zweifel eben reinstechen, und wenn es mal keine Berührung gibt, bedeutet das nicht gleich das Ende des Rennens und so. Ja, macht schon Spaß zu fahren. Und dich hat es ja besonders gut erwischt, denn du bist eben offizieller Lamborghini GT3 Junior. Was bedeutet das, in so einem Programm zu fahren für einen jungen Fahrer wie dich? Ja, es ist sicherlich mal schön, eben ein Teil diese Familie zu sein, wie sich Lamborghini auch gerne nennt. Ja. Das Programm ist noch sehr jung, und deshalb ist für mich auch eine Ehre, schon von Beginn an dabei zu sein. Ne. Wir Young Driver werden unterstützt vom Werk. Wir können Werkstests fahren für Lambo. Hier auf der Strecke bekommen wir Unterstützung von den Ingenieuren, und wir merken halt auch, dass, ja, dass du nicht einfach für ein Team fährst, du fährst Rennen, sondern du fährst auch für die Marke, sage ich jetzt mal so. Und du merkst halt, dass da viele, viele Leute auf dich achten. Und ja, das ist auch cool. Vor vielen Jahren war mit Sicherheit die Formel 1 mal dein Ziel. Was ist denn jetzt dein Ziel? Ja, primäres Ziel ist sicherlich, sage ich jetzt mal, prinzipiell mein Traum ist, Profi-Rennfahrer zu werden. Und ja, das jetzt die Chance da bei Lamborghini, und jetzt muss ich mir natürlich im Programm intern beweisen, und das ist mal, sage ich jetzt mal, mein nächstes Ziel, sicherlich nicht ja, das einzige Ziel, aber das Hauptziel in der nächsten Zeit. Ja. Jetzt bist du noch ein sehr junger Rennfahrer, aber du hast schon, glaube ich, viel erlebt, bist eben auch schon in Le Mans gefahren, in der ELMS, im Formelsport, jetzt im GT. Musst du dich da manchmal selber zwicken, sagen, mein Gott, was habe ich schon alles erlebt im Motorsport? Ja, ich muss mich eigentlich eher manchmal zwicken, zum mich wachrütteln und realisieren, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Ja, wenn man so viel unterwegs ist. Ja, ich habe jetzt vor zehn Jahren mit dem Kartsport begonnen, und es fühlt sich an, als wäre es vielleicht 5 Jahre gewesen, und man denkt so, unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Aber trotzdem fühle ich mich geehrt, dass ich das überhaupt machen kann, weil ich sicherlich viele andere junge Leute gibt, die das auch gerne machen würden, und schätze ich schon sehr, dass ich das alles machen kann überhaupt. Das ist in deinem ersten GT3-Jahr direkt eine Doppelbelastung, du fährst ADAC GT Masters und auch noch die Blancpain GT Series. Hast du dir Ziele für dein Jahr hier gesteckt, für dein Rookie-Jahr im GT-Sport, GT3-Sport? Ja, eigentlich schon. Die Hauptziele sind auch, mich in der GT3 etablieren zu können, ja. Mir schnell in der GT-Szene einen Namen zu machen, weil es halt trotzdem nochmal was anderes wie im Formelsport. Aber wie sich zeigt, ist ein bisschen härter, oder, ja, als ich es gedacht habe, oder es läuft ein bisschen weniger gut, wie ich es mir gewünscht habe, sagen wir es jetzt mal so. Und es ist trotzdem mein erstes Jahr in der GT3. Es gibt sehr viele Fahrer, die schon sehr lange dabei sind, und muss man nicht denken, als junger Formelfahrer kann man nachkommen und allen gleich um die Ohren fahren. Ja, es wäre ein bisschen zu arrogant oder zu selbstbewusst, das so zu denken, und deshalb gebe ich mir jetzt schon noch ein bisschen Zeit, und ohne gleich den Kopf zu verlieren, aber bald muss dann schon der Durchbruch kommen. Ja, Patrick, wir werden deine Karriere weiter mit Spannung beobachten und wünschen dir weiter viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Danke.